Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Ja. Kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Ja, wir stecken im Real Life fest und sollten für John aus der IT, der uns irgendwie zum Hacker gemacht hat, obwohl ich nicht weiß, was wir gehackt haben. Durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Okay. Wieso darf ich nicht von der Terrasse hüpfen? Hat dem Spiel so viel, so eine bessere Bewertung eingebracht, wenn man jetzt von der Terrasse hüpfen könnte und ein alternatives Ende gehabt hätte. Oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärs. Ja, bla bla bla. Kenne ich schon. Bliblablub. Ja, ja, ja. Das Spielchen wieder. Fertig. War so schwer. Also beim ersten Mal ist das garantiert schwer, aber wenn man das, ich weiß nicht, schon so, ich weiß nicht, 30 Mal gemacht hat oder so, so wie ich, dann weiß man das. Bla bla bla. Ja. Wie immer, den Käse, ich darf vielleicht nicht so schnell durchscrollen. So. So. Ja, so, ihr könnt, wie gesagt, Pause drücken, lesen, so wie immer. So. Warte, was ist das hier? Größte, interessantesten Epochen zusammenstellen. Das Osmanische Reich. Aha, das, also 15. 16. Jahrhundert. Das ist Ezio. Amerikanische Kolonien. Unabhängigkeitskrieg ist Connor. Neue England und Amerikas Mittlerer Westen. Gab es noch nicht. Ja? Das ist ganz interessant. Das gab es noch nicht. Heiliges Land, Kreuzzüge. Das ist Altair. Ägypten und Nordafrika. 13. Jahrhundert gab es noch nicht. 14. Jahrhundert, das Ashiga-Shogunat in Japan gab es auch noch nicht. 18. Jahrhundert, Französische Revolution gab es. Napoleonische Kriege, das ist Arnaud. 19. Jahrhundert, Napoleonische Kriege Taiwan gab es noch nicht. 20. Jahrhundert, Summer of Love, amerikanische Pazifikküste gab es auch noch nicht. Ganz wichtig, ja. Edward zum Beispiel wird hier auch gar nicht. Bla bla bla. Also das sind jetzt Informationen zu den anderen Mitgliedern und das zeigt, dass es das hier zeigt die möglichen Schauplätze aus den alternativen AC-Spielen, die vielleicht hätten sein können. Aber ja. Bla bla bla. Bla bla bla. Sample 2 ist, also war Subjekt 2 Dr. Wittig persönlich, weil Sample ist ja nur alternativer Ausdruck für Projekte. Ja. Bla bla bla. Sample 16, kennen alle noch das Subjekt 16? Was mit dem passiert ist? Ich überfliege das jetzt nur so. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Ja, genau. Also hier geht ja gleich hier wie immer. Gucken, ob da irgendwas Interessantes bei ist. Jack the Ripper. Das ist, das sind, Jacob und Evie. Wie auch immer es sein kann, dass man die Erinnerung von beiden durchspielen kann. Gewinn
Stadt durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Mach mal, versuch mal was. Cool, Obst. Gucken wir mal seine Bücher an. Wow, das sind viele Copy-Paste-Bücher. Ich sehe hier gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Copy-Paste-Bücher in nur einem Regal. Der kann meinen Ohrstöpsel fernsehen, dass du dich gern sehen. Wieso sollte ich dich verraten? Gehört zur Story. Nein, im ersten Hacking Schmarrn, das ist ganz lustig so als Minigame, aber. Naja. Ich weiß nicht, warum das. Café Lungo, ich hab geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm! Das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen. Nur scheiß Kaffee. Okay, mehr bereden die nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Ah, hurra! Unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Wie hat sie gerade das... Was? Wie hat sie gerade so flimp? Die muss uns doch irgendwie... Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Bitte was? Was ist da gerade passiert? Wie kann Rebecca sich einfach an uns vorbei... Ich weiß nicht. Machen. Das ist jetzt schon ein bisschen schwerer, 315. Ich glaube aber, 315, wenn ich mich irre, auch wieder hier. So. Das wäre jetzt 70, ne? Das passt nicht so ganz. 50 passt auch nicht so ganz. Nee. Nein, du nicht. Du, genau, 75, dich wollte ich haben. 75 ist Sauerschmarrn. 105. Huch. So, ja, das passt. Cool. Ich kann jemanden jetzt beim Kaffee trinken stalken. Ist das geil. Wow. Was ein Achievement. Ich konnte jemanden beim Kaffee trinken stalken. Das ist, den da. Die größte technische Errungenschaft ever. Leute beim Kaffee stalken. Beim Kaffee trinken stalken. Wow. Ich meine einfach nur. Ich bin baff. Wow. Krasse Erfindung, Leute. Krass, dass ihr das einprogrammiert habt. Ehrlich. Ja. Ich ziehe mal so ein bisschen über das Spiel her. Aber ist, wie gesagt, mein zweitliebstes Spiel überhaupt. Also nehmt das nicht so ernst. Naja. Das Spiel macht es mir halt so schön leicht, dass ich es über das Spiel herziehen kann. Ja, wenn ich jetzt schon hier im Real Life umherlatsche, dann kann ich auch gleich den ganzen Käse machen, den wir sowieso im Real Life machen müssen. Wieder das Datenverschiebespiel. Yay. Zack. Schwupp. Zack, zack, zack. Boom. Fertig. Das ist ja. Ich finde es super spannend.
Subjekt 17. Geborgene Medien. Oh. Das ist cool. Ja, das ist, das zeigt eindeutig den Charakter von William Myers. Was? Bild von einer Katze? Was? Was? Wieso? Was? Was? Was hat die Katze damit zu tun? Habe ich was in AC3 verpasst? Wieso? Katze! Hä? Wieso? Was? So, zack. Ist übrigens genau der gleiche Rhythmus wie vorhin, wenn ich mich nicht irre. Was hier das Systemverschiebezeugs angeht. Das war gerade Luck, dass das funktioniert hat. Ihr seid eigentlich nicht so weit, aber mein Controller hat rumgespannt. Ja, ich muss den neuen Controller aktivieren. Yay, eine weitere Sprachaufnahme von Desmond und eine Haftnotiz. Yay. Na, wie gesagt, da zeige ich euch nachher alles mal. Da komme ich noch nicht rein. Aber jetzt haben wir das mal kurz gemacht. Und unsere Sicherheitsfreigabe Stufe 2 ausgenutzt und exploited. Und ja, hier ist unser Workspace. So, ab zurück in den Animus. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin ihr sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich, wo es hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du wüsstest gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Jesus. Ja, ich muss mal ganz kurz auf den... Das ist eindeutig, wieso sitzen die dann nicht mehr? Na, egal. Ich muss eindeutig sagen, hier finde ich einen Kommentar von den Games-Hunden von Game-O-Mat recht interessant. Captain Jack Sparrow verarme. Als Beschreibung für Rackham. Es stimmt absolut. Es ist absolut Captain Jack Sparrow verarme. Ja. Die Mission machen wir aber erst später. Wir haben schon so viel Story gemacht. Ja, dann machen wir erstmal was anderes. So, Schnellreise nicht verfügbar. Hä? Wieso ist Schnellreise nicht verfügbar? Muss ich jetzt extra zu meinem Schiff gehen? Um hier abzuhaben oder was? Oder geht das nicht? Oh mein Gott, geht das nicht? Ernsthaft? Bekloppt. Ja. Zurück zum Schiff. Nassau kann während der britischen Blockade nicht verlassen werden. Oh mein bloody Gott. Nicht im Ernst, oder? Ich muss jetzt Story-Missionen machen, oder was? Ja, kannst mich mal am Arsch lecken, Spiel. Das ist ja uncool. Ich will nicht Story-Missionen machen. Hab schon die ganze Zeit Story-Missionen gemacht. Nein, böses Spiel. Das habe ich vorher noch nie versucht. Ich meine, storytechnisch macht das ja irgendwie Sinn, aber uncool ist es trotzdem.
Ja, komm hier, wir looten das Lagerhaus. Ne, kann ich nicht machen. Ich weigere mich jetzt strikt noch mehr Story zu machen in diesem Spiel. Absolut. Aber mehr können wir auch nicht machen, also, ja. Das wäre ein sehr kurzer zweiter Part heute. So. Böser. Einfach böse. Außerdem, das ist nicht die Tarnmontur, die ich hier anhabe, ne? Wieso habe ich diese komische Montur an? Bevor wir ins Lagerhaus gehen, erstmal hier. Hi. Bin ich ausgeschaltet. Akzeptier das besser. Warum wollt ihr mich nicht anhören? Bitte! Hört, was ich... Captain Kenway! Gerade rechtzeitig! Wir sehen uns an Bord! Klar, cool, cool. Da. Wieso habe ich diese komische Klamotte an? Das Lagerhaus wurde geräumt. Wie? Tolle Wurst. Wieso habe ich dieses komische Outfit an? Wir gehen jetzt erstmal auf Munition und füllen alles auf. Tatsächlich, wir haben die Katzenfellmontur ausgerüstet. Wieso? Gib mal Tarnmontur her, bitte. Kunstgegenstände. Wir könnten jetzt Geld für Kunstgegenstände ausgeben. Machen wir später irgendwann mal. Ja, wir können also tatsächlich nichts machen. Geil. Ich kann jetzt noch 10 Minuten einfach in Nassau rumlatschen. Das ist natürlich... Für eine EP ist das ja... Ist das schön. Mhm. Ja. Dann, Joa. Das ist natürlich super, ne? Wisst ihr was, wir spielen jetzt einfach noch Minispiele in der Bar. Hier, kommt, Barspieler. Los. Wir machen jetzt Bar-Minispiele. So. Wieso kann der da nicht langsprinten? Ich meine, ich könnte da langsprinten. Also, nicht... Nicht hier, da könnte ich nicht lang sprinten, aber hier. Und ich würde da definitiv nicht runterfallen. Na egal. Hi, so, ja, habe ich vorher noch nie gemacht. In diesem LP. Fanora, ich habe keine Ahnung. Was? Okay, das lese ich jetzt mal vor. Man nimmt an, dass Fanorona aus Madagaskar stammt. Fanorona, komischer Name. Es wird auf einem Spielbrett mit 9 Reihen zu je 5 Feldern mit sich überschneidenden Linien gespielt. Was? Jeder Spieler setzt 22 weiße oder schwarze Steine auf das Brett und versucht dann, gegnerische Steine zu schlagen, indem er seine Steine entlang der Linie entweder auf einen gegnerischen Stein zu oder von ihm weg bewegt. Zielschlagen Sie Steine, schlagen Sie gegnerische Steine, indem Sie auf sie zu oder von ihnen wegziehen. Was? Wenn ein Stein geschlagen wird, werden gleichzeitig alle ununterbrochenen auf derselben dahinter liegenden Steine geschlagen. Was? Schlagen ist Pflicht. Aha. Wenn nicht geschlagen werden kann, kann der Spieler einen beliebigen Stein auf ein benachbartes leeres Feld ziehen. Wenn es nach Entfernung eines gegnerischen Steins möglich ist, einen gegnerischen Stein zu schlagen, kann der Spieler so lange Züge verknüpfen und weiterziehen, bis er nicht mehr schlagen kann. Den Stein darf innerhalb eines Zuges nicht zweimal auf dasselbe Feld gezogen werden. Mach du mal den ersten Zug. 10 Real-Wetteinsatz. Ja, ich habe keine Ahnung. Was? So. Na, okay. Okay. Also darf ich jetzt, wenn ich dich dahin... Aha, okay, dich kann ich dahin ziehen. Dann darf ich die 3 Steine wählen. Die Steine wegtun. Klar, okay, jetzt darf ich dich dahin ziehen.
Dann darf ich dich wegnehmen? Dann darf ich dich dahin ziehen? Okay. Ich mach einfach mal, was die Anleitung mir sagt. Cool. Jetzt ist er wieder dran. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also dich darf ich wohin move, dich darf ich vorwärts move, genau. Also wenn ich dich dahin move, kann ich doch garantiert mehr als einmal wegnehmen, oder? Ja, genau. Okay, verstehe. Ich glaube, so langsam kapiere ich die Regeln. Und merke, wie kacke ich in dem Spiel bin. Glaube nicht, dass ihr das schlagt. Oh, großer Gott, okay. Also ich könnte jetzt den Stein weg... Wenn ich den Stein nach hier ziehe, kann ich den hier wegnehmen. Das bringt mir nicht viel. Wenn ich den Stein nach hier ziehe, kann ich die drei wegnehmen. Das bringt mir auch nicht viel. Den Stein könnte ich dahin ziehen. Ja, lass den Blödsinn. Ich überlege gerade. Dann kann ich dahin ziehen, dann kann ich den hier wegnehmen. Dann kann ich den zurückziehen, dann kann ich den hier wegnehmen. Dann kann ich den zurückziehen, dann kann ich den da auch wegnehmen. Ja, jetzt lass das. Du nervst, Keule. Den könnte ich zurückziehen, dann könnte ich nur den da wegnehmen. Könnte den vorwärts ziehen, dann kann ich den da wegnehmen. Also ich glaube, das... Lass es. Welcher war das, wo ich das... So. Den kann ich dahin ziehen. Dann kann ich den da wegnehmen. Dann kann ich den zurückziehen. Ja, ich glaube, das war der hier, ne? Genau. So. Darf ich dich wegnehmen? Dann darf ich dich... Oh, stimmt. Ich darf den auch hier hinziehen. Ja. Geil. Warte, wenn ich den hier hinziehe, dann darf ich die beiden wegnehmen. Heißt also, von hier aus darf ich ihn aber nur so hinziehen oder so. Also dann könnte ich keine Steine wegnehmen. Hier kann ich ihn aber weiter ziehen und kann noch mehr Steine wegnehmen. Genau, so. Könnt ihr jetzt zurückziehen, dann könnte ich das Ding hier wegnehmen. Aber dann könnte ich die beiden nicht mehr wegnehmen. Ich kann jetzt hier hinziehen. Dann darf ich, glaube ich, den Stein wegnehmen. So ganz genau habe ich das noch nicht kapiert. Oder hier hin. Dann darf ich den wegnehmen. Und dann kann ich keinen der beiden wegnehmen. Oder hier hin, dann kann ich auch nur den wegnehmen. Weil ich darf ja nicht hierhin zurückziehen. Oder ich könnte hier hin. Dann, ja, lass den Schmarrn. Darf ich auch nur einen wegnehmen. Glaube ich. Oder ich dürfte hier hinziehen, dann könnte ich den wegnehmen. Ich guck mal einfach, ob das geht. Nimm mal den da weg, ja. Oh, ich darf nur dahin, wo... Wo so, nee. Darf ich den jetzt nicht dahin ziehen? Ja, jetzt darf ich den wieder ziehen. Okay. Komisch. Den könnte ich zurückziehen oder den könnte ich dahin ziehen. Das bringt mir nicht viel, da kann ich keine Combo machen. Kann ich hier eine Combo machen? Den dahin ziehen? Nee, den kann ich nur zurückziehen, um das Ding ja wegzunehmen. Bringt auch nicht viel. Und dich kann ich in die Richtung ziehen. Dann darf ich den Stein hier wegnehmen. Dann kann ich ihn noch hier hinziehen, dann darf ich den Stein auch noch wegnehmen. Machen wir das doch ein. Wieso darf ich den jetzt nur dahin ziehen? Na egal. Combo funktioniert auch, wenn ich den so hinziehen darf. Jetzt kann ich ja gucken. Jetzt kann ich so hinziehen. Dann kann ich noch einen weiteren Stein wegnehmen. Wenn ich ihn jetzt zurückziehen darf, nicht wahr? Genau. Gucke einer Schau. Damit legt er es aber drauf an. Interessant. Ja, ich leg's scheinbar drauf an. Ich bin krass. Cool. So, hier. Jetzt da kann ich nur den zurückziehen. Und mir den einen Stein da wegnehmen. Du kannst definitiv keinen meiner Steine wegnehmen, ne? Doch, die beiden. Dammit. Und den auch. Oh. Kacke. Das ist sehr kompliziert. Aber den kannst du jetzt nicht wegnehmen, definitiv. Ja. Yeah. Jetzt kann ich nicht schlagen. Jetzt darf ich alle Steine bewegen. Okay.
Wie kann ich eine Combo machen? Ich kann versuchen, den hier hinzuziehen, damit ich dann die beiden wegnehmen darf. Aber ja, ich mache ihn mal nur hier hin. Wenn er jetzt nach vorne moved. Okay, macht er nicht. Also ich lasse den hier mal. Wenn ich ihn jetzt nämlich hier hin move, kann ich ihn nicht wegnehmen. Aber er kann meinen, dann kann er meinen aber auch nicht wegnehmen, ne? Doch, dann kann er meinen auch nicht wegnehmen, wenn ich ihn jetzt hier move. Aber ich kann seine wegnehmen, wenn ich zurück move. Ah, verdammt, den habe ich nicht gesehen. Kacke. So, wenn ich den jetzt hier mache, kann er meinen, kann den da hinten ziehen und kann mir den Stein wegnehmen. Wenn ich den jetzt dahin move, kannst du ihn mir nicht klauen. Cool, dann mache ich das doch einfach mal. Okay. So, er kann den Stein jetzt natürlich nach hinten moven. Okay, also den kann er, egal wie ich ihn move, den kriegt er auf alle Fälle weg. Das ist kacke. Den kann ich noch dahin moven, dann kann er den mir auch wegnehmen. Ist ja ins bescheuert. Kann ich hier hinziehen, dann kann er ihn mir nicht wegnehmen, oder? Doch, kann er. Wenn er drauf zuzieht, da kann er ihn mir auch wegnehmen. Hier kann er ihn mir nicht wegnehmen. So. Ja, ich muss jetzt meine letzten beiden Steine sicher bringen. Genau, den musst du nach hinten ziehen. Das ist klar. So. Wenn ich dich jetzt hier hin move, dann musst du den dahin und klaust mir den Stein. Das wäre ziemlich beknackt. Also wenn ich den dahin move, klaust du ihn mir auch so. Hep. Move ich dich dahin. Was anderes macht einfach keinen Sinn. Ja. Das ist, ich glaube, ich habe verloren. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch machen soll. So, hier. Mach mal. Da kann er den hier hinmoven, kann er mir den klauen, wenn ich den hier hinziehe. Da kann ich ihn auch nicht hinziehen, dann klappt er mir auch. Muss ich den da hinziehen? Ist das ins bescheuert. So, auf Nummer sicher gehen, dass er mir die Steine halt nicht klauen kann. Hier. Zack. Ja. So. Bescheiden. Okay, den kann ich nicht. Den kann ich nicht da einmoven, dann klaut er ihn mir. Den kann ich nicht da einmoven, dann klaut er ihn mir. Ich kann ihn da einmoven, dann kann er ihn mir nicht klauen. Kann er doch. Scheiße. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Ja, hat das Spiel immer noch nicht verstanden? Aber egal. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möglich macht mit euch, denn ich bin grauenvoll in diesem Spiel. Ja, lasst eine Bewertung da. Möglich macht mit euch sein. Und tschüss.